Über die vergangenen Jahre gab es einen Namen in der Automobilindustrie, welche die Jungen und Alten wieder in Neugier verfallen ließ. Zum allerersten Mal gab es ein straßenzugelassenes Formel-1-Auto, oder wie wir ihn nennen, den Mercedes AMG One. Dieses Auto hat 1063 PS, eine 1,6 Liter V6 Hybrid Powersystem und diese wurde von Lewis Hamilton und Nico Rosberg in der Formel 1 gefahren. Dieses Auto ist die Königsklasse von moderner Technologie und Ingenieurskunst. Doch was können wir im Simulator schaffen? Nürburgring, Nordschleife, Attacke. Early braking. We're still missing the apex. Oh, I like cars that are planted, you know. Because I'm used to Formula 1 cars. Oh! And there you can see. Oh, that was nice. Without a traction control, could rotate it there nicely. Oh, that was on the grass. Careful. Yeah, the car really doesn't like when you do this, and we are off. This is not gonna be easy. Okay. Oh, my God. Yep. Look at how the car is bouncing around. It's actually very tricky. Oh no, oh no, oh, that was close. And yeah, we have to go again. We maybe hit the apex here once. A bit too much. That wasn't the apex, that was the curb. Oh, whoa, whoa. We are gonna continue. It doesn't need to be 100% perfect, even though I want it to be. Oh, yeah, yeah, yeah. Stop talking! Focus, idiot. This one is a famous one from all of these Nürburgring crash videos. Oh, yep. And we're going actually off the track. I'm so stupid. I think I need to give it another go. Also das Auto ist sehr am Untersteuern. Die Vorderachse lenkt nicht so, wie man sich das vorstellt. Und das Auto hat zumindest nicht diesen Zug, den man erwartet von einem Formel 1 Auto. Zumindest im Mod. In echt, da sehen die Zahlen beim Beschleunigen ein bisschen anders aus. Finde ich zumindest, wenn man Maro zuschaut, aber ihr seht ja auch hier schon, es ist wirklich nicht einfach. Dieses Auto durch, ich glaube, Hatzenbach zu senden. Ich muss immer noch alle Kurven der Nordschleife auswendig lernen. Das ist echt eine Schande, dass ich die nicht kenne. So. Ja, aber so viel Downforce hat das Teil nicht. Also klar hat es schon, aber ich habe so das Gefühl, es könnte ein bisschen mehr kleben. Gott, ist dann am Apex vorbei, oder? Ah, es ging sogar noch. Also man muss hier wirklich die Bremse komplett penetrieren, ansonsten bleibt das Teil nicht stehen. Leider gibt es keine echte Telemetrie, nur Speed von Maro. Den können wir leider nicht vergleichen, wie effizient die Bremse ist. Was ich gerne aber auch noch probieren würde, ist die Runde vom Porsche GT3 RS zu schlagen. Da gibt es ja auch eine, die ist bei 6,44 glaube ich, also nicht mal so viel langsamer als der echte Rekord vom One. Obwohl da ja über 500 PS Unterschied sind. Oh, 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 oh Gott. Nicht noch ein Fail. Ein bisschen untersteuernd und am Apex vorbei. Ich lieb's nicht. Hier auch, oh je. Oh, das war sehr langsam. Das war nicht gut.
Aber ihr seht ja wirklich, man muss hier ein bisschen kämpfen. Also einfach ist das Teil nicht zu fahren. Bis man das mal gemeistert hätte. Ich glaube, es dauert echt eine Ewigkeit. Gerade hier in dem Bereich. Maro Engel erreicht gerade irgendwie 260 km/h. Ich glaube, er hatte hier den Hybrid nicht am Laufen. Also eigentlich nur den Combustion. Deswegen sind wir hier deutlich schneller. Das sind schon Unterschiede bei den Runden. Oh mein Gott. Geht hier wirklich in die Haxen. Und trotzdem bleibt das Teil nicht stehen und geht geradeaus. Rein ins Karussell. Zack, Karneval. Und unten bleiben. Das ist immer so, man denkt so, oh, habe ich es überschossen. Aber nee, alles perfekt. Wir sind noch am Fliegen. Komplett flat. Ah, das war nicht gut mit dem Curb. Und hier ist es auch bumpy. Das ist meine aller Lieblingssektion der Nordschleife. Ich weiß nicht, welche eure ist, aber hier auch über diesen Curb dann, um die Kurve gerader zu machen und rein hier, dann geht's wieder bergauf und wieder bergab. Es ist einfach eine richtige Achterbahn. So geil. Muss denn echt super herausfordernd sein. Aber auch einfach geil. Muss so Spaß machen. Also, vielleicht kriegen wir es dieses Jahr ja hin, mal einen Vlog zu machen mit einer, oh, hier Nürburgring-Fail-Videos. Wäre fast dazugekommen. Mit einer Hotlap von mir auf der Nordschleife. Aber in Real Life. Mit einem Fan oder so. Oh, das wäre cool. Wenn ihr ein cooles Auto habt, lasst mich gern wissen. Wenn ihr mir traut, machen wir so ein Video wie der Misha. Oh mein Gott, ey. Das, man braucht hier wirklich Eier bei der Strecke. Ja, das wusste jeder, aber das ist schon heftig. Im englischen Video bin ich hier einmal. Ich habe wirklich beide Runden im englischen Video waren nicht clean. Aber bis jetzt sieht es gut hier aus. Und das freut mich auch. Wir müssen ein bisschen warten. Und jetzt Vollgas. Volle Power. Man kann ja auch, jetzt schaut mal aufs Lenkrad DRS. Es blinkt, wenn wir drauf drücken, aber ich glaube, das bleibt nicht auf. Und KERS kann man auch drücken. Das ist der Overtake-Button, um manuell die Leistung von der Batterie abzurufen. Machen wir jetzt einfach mal, nur um sicher zu gehen. Aber es macht eigentlich keinen Unterschied. Verbleibend haben wir noch 35 Sekunden an dieser Stelle, um den Rekord zu schlagen. Es sieht wirklich super aus. Das ist auf jeden Fall mein bester Versuch bisher. Besser als im englischen Video. So, jetzt nur noch hier rum und... Was haben wir? Es ist eine 6:26.292. Also, Maro Engel, es tut mir leid, mein bester Rundenrekord, beinahe um 10 Sekunden geschlagen. Es geht doch, obwohl das Auto nicht so cool Grip hat, wie man erwartet. Also, falls es ihn echt genauso handelt, dann crazy. Aber ey, es ist nicht schlimm. Ich hatte meinen Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Deswegen lasst gerne ein Like, Subscribe und Kommentar dafür, dass wir hier den Weltrekord auf der Nordschleife gebrochen haben. Wir sehen uns dann demnächst im neuen Video. Haut da rein, euer Marcel. Ich wünsche euch was.